Grüß Gott, das ging ja ratzfatz. Oh, hallo. Und help me! Help me! Entscheidung. Planung. Auswanderung. Wir haben da so einen kleinen YouTube-Kanal und okay. Ja, Pleiten, Pech und Pannen und auch Positives wird gezeigt. Ah ja, gut. Ey, passt sich, okay. Okay, gebe ich Ihnen dann später auch mal den Link dazu, das ist vielleicht auch interessant für Sie. Sehr gut, sehr gut. Batterie länger schwach? Die war länger schwach, okay. Die ist aber heute jetzt getauscht worden. Okay. So, und jetzt springt er nicht mal an. Also er gurgelt, also die Batterie ist stark, aber gut, die andere Batterie war vom Freitag letzter Woche jetzt abgeklemmt. Okay. So, der hat aber auch zusätzlich noch vom letzten, also von der Woche sind wir aus Ungarn gekommen, wenig Sprit drin gehabt. So, dann war also schon auf Reserve, habe ich gedacht, vielleicht liegt es am wenigen Sprit. Okay. So, habe ich aber Sprit auch nachgekippt. Okay. So, jetzt tut er aber irgendwie anspringen, also okay. Ich weiß nicht. Dann dürfen Sie das bitte mal, schön. Dann dürfen Sie es mal vorführen, was er macht. Ja, gerne, gerne. Aber lieber hier die Panne wie quasi in Ungarn mitten im Wald oder so. Das stimmt. So, Le, jetzt. Okay, gut. So, vielleicht Wegfahrsperre, weil er jetzt 3-4 Tage quasi vom Netz war. Einmal wäre das möglich. Ja. Ja, gerne. Das ist ja irgendwie irgendeine Leuchte an oder so, was anders da wäre gekommen. Nicht jetzt, also nicht so drauf geachtet. Okay. Das Geräusch habe ich noch nie gehört irgendwie. Das hört sich an, als ob er keine Kompression hat oder nicht einspritzt. Ah, okay. Genau. Wir lesen ihn jetzt mal kurz aus. Ja, gerne. Schau mal, was für ein System hinterlegt hat. Ja, ja. Ja, es hört sich so an, als ob er nicht richtig einspritzt. 7 Motor ist gleich. Schauen wir doch mal. Ja, wir haben schon ein Häuschen gekauft. Aha. Und also dazu muss man gleich sagen, wir sind keine Reichsbürger oder sowas. Wir sind eigentlich ganz normale Leute. Aber mit der normalen Meinung bist du heute schon ein bisschen ja, irgendwie rechts, obwohl ich immer Mitte bin. Gegen Ausländer überhaupt nichts habe. Ich glaube, hier unten war das. Ja, irgendwo. Renault hat es relativ schlecht. Oh, Moment. So, und also wir haben jetzt. Hätten wir das, die positiven Erfahrungen schon früher gemacht? Dann wären wir, glaube ich, vor 5 Jahren schon ausgemacht. Okay. Weil die Leute sind brutal nett. Aha. Wir haben nur schlechte in der Nähe. Ah ja, genau. Also, schlechte Erfahrung gemacht mit deutschen Handwerkern dort. Okay. Mit diesen ungarischen Handwerkern hast du keinerlei Schwierigkeiten. Aha. Die arbeiten zwar nicht ganz so ganz penibel, aber wir können uns da in keinster Weise beklagen. Okay. Ja, und dann haben wir vor, ganz nach Ungarn. Also ihr seid jetzt noch teilweise hier? Ja, wir wohnen hier noch fest. Aber im nächsten halben Jahr wollen wir ganz rüber. Ah, okay. Und dann also wir haben schon diese Wohnkarte und diese Registrierungskarte, das haben wir alle schon. Einspritzen prüfen. Das ist ein alter Fehler, der kommt immer. Okay. Damit bin ich aber gefahren. Den habe ich schon seit 11 Monaten. Okay, das heißt, den hat er, also Motorkontrollleuchte leuchtet schon länger. Die ist auch immer wieder ausgegangen und seit 2 Ungarnfahrten, das sind ja immer 2000 Kilometer, ja, läuft es immer permanent, ist es permanent, aber kein erhöhter Spritverbrauch, kein Ölverbrauch, gar nichts. Okay. Also damit hat er auch immer, ist er auch immer angesprungen. Wie gesagt, am Freitag ist er auch ganz normal mit Überbrückung angesprungen. Okay. Spannung, Glühzeit, Steuergerät, Drosselklappen, Abgasdruck von Rußpartikelfilter, Steuergerät. Ich höre jetzt eigentlich nichts. Nicht anspringt, keine Kommunikation. Ah, jetzt ist es aus, glaube ich. Jetzt ist es nur nach einer Zeit aus. Ja, ja, genau. Okay.
Fuß. Probieren wir das Ganze nochmal. Mhm. Weil manchmal, wenn das Steuergerät zu viele Fehler hat, dann sagt es, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Genau, richtig. Das wäre auch möglich. Mhm. In Ungarn hätten wir das früher schon mal gemacht. Die Leute sind nett, das Wetter ist besser. Okay. Ah ja. Auch wenn man die Leute auch ganz normal akzeptiert. Also unser direkter Nachbar hat nur gemeint, wir sind relativ außergewöhnlich. Die meisten Deutschen kommen hin und haben irgendwie was, ja, wie soll ich sagen, die wissen halt immer alles besser. Okay. Und ich bin doch froh, wenn Sie jetzt kommen als Fachmann, dann würde ich Ihnen auch nie reinreden. Und so mache ich es doch bei einem Ungarn auch nicht. Der weiß doch besser, wie sein Land funktioniert oder diverse Sachen bei sich. Das und stimmt. Okay. Das stimmt. Ah, der Steuerkette. Ja, Steuerkette, das bringt gar nichts. Dem Spaß kommt man relativ schlecht an alles hin. Ich weiß, ja. Leider. Das habe ich schon mit der Batterie gemerkt. Obwohl diese, also für den Laie, weil sie mussten jedes Mal wirklich Respekt, um ranzukommen und so, das ist ganz blöd. Ja, ja, das ist. Ich nehme mal die Sachen da weg. Relativ schlecht. Aber, na ja, ja, aber die ganz neuen Autos sind ja teilweise noch schlimmer. Ja, so ist es. Also. An sowas kann man sich gewöhnen. Na ja, gut. Bei Ihnen ist ja der riesengroße Reiz quasi, dass Sie tagtäglich mit allen möglichen Autos zu tun haben. Genau, mit allen möglichen Problemen. Also so ein, wenn man eine freie Werkstatt hätte, gibt es nichts Besseres quasi wie einen Mitarbeiter von meiner AC zu kriegen. Naja, weil Sie kommen ja von einer freien Werkstatt. Ah ja, okay. Aber in der freien Werkstatt oder in der Werkstatt allgemein ist es ja nur noch, man wird ja da nur noch Hektik, Stress. Das ist einfach, ja. So Sachen mache ich auch raus dann. Das so. Ja. Ich verdrehe meine Meinung. Ja, ich auch. Das, ja, aber damit ecken sie ja schon an. Och, das ist mir egal. Ja, mir auch mittlerweile. Dann habe ich halt 10 Freunde weniger, das ist mir auch egal. Ne, der Hammer ist ja auch jetzt zum 1.12. haben die ja vor, diese Maut, die LKW-Maut zu erhöhen. Um, glaube ich, 50% oder 80%. Ab Dezember wird die Maut für große Diesel-LKW von 19 Cent pro Kilometer um 15,8 Cent auf dann 34,8 Cent verteuern. Fast eine Verdopplung, so will es die Ampelregierung. Es geht zum einen darum, dass die Klimaschutzziele im Verkehr angegangen werden müssen und wir brauchen auf der einen Seite Geld für den Ausbau der Schiene mittelfristig und das muss auch hierfür ein Stück weit gewonnen werden und auf der anderen Seite eben ja den Umstieg Richtung Klimaschutz. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganzen Verbraucherpreise. So ist es, aber das hat sowieso alles Auswirkungen. Also. Aber jetzt gibt es ja auch schon ziemlich viele Leute, die sich eigentlich nicht mehr so richtig alles Mögliche leisten können. So und damit, ich rede jetzt nicht von einer 9 Uhr oder so Urlaub, sondern eigentlich vom täglichen Essen. Ja. Allein, also, wir haben im Bekanntenkreis haben wir eine alleinerziehende Mutter, die sagt auch, wird eng. Okay. Sieht halt echt schlecht. Na ja, gut, man sieht das dann, das Öl ist. Das sieht so toll aus. Ich habe noch so eine Lampe. Brauchen Sie eine? Soll ich eine bringen? Nee, Lampe habe ich auch. Okay. Lampe habe ich. Man sieht sowieso nicht da hinten hin. Man kann es nur ertasten. Ja. Jetzt ist die Frage, da ist der Schlauch. Schauen wir jetzt mal an. Ich mache jetzt mal vom Luftfilter den Schlauch runter. Mhm. Dann versuchen wir mal mit Startpilot. Mhm. Wenn er dann angeht,
Dann bestätigt sich meine Vermutung, dass es an der Einspritzung liegt. Ja. Da kann ich wenig tun, außer natürlich einen Schlepper zu organisieren. Ja. Schon genug ist das Werkzeug, reagiert das schon. Wenn er nicht anspringen sollte, hört es sich an, als ob er keine Kompression hätte. Ja, wie gesagt, am Freitag ging es. Ohne Schwierigkeit. War das der Knackpunkt vielleicht, dass er so lange ohne Batterie war? Eigentlich nicht, oder? Nee, das ist jetzt ein unabhängiger Fehler von der Batterie. Ja, ja. Das hat wenig mit der Batterie zu tun, weil der Motor dreht einwandfrei. Ja. Also man hört ja, dass er dreht, aber er komprimiert nicht. Aber der Fehler war halt definitiv überhaupt nicht. Ja, ja. Ja, das kommt von jetzt auf nachher. Das ist so bei so Fehlern. Ne, da macht man eine Reparatur, macht eine neue Batterie rein und dann kommt das nächste. Das ist oft so. Ja, sonst toi toi toi, wir haben das Auto jetzt 11 Monate. Ja. Ne, 13 Monate. Und keine großen Schwierigkeiten. Ja, und normal sind die eigentlich auch bekannt dafür, dass sie. Aber wenn es mal anfängt, dann fängt es halt an. Ja, so ist es meistens. Baujahr 2006, ich meine. Ja, ist halt auch nicht der Jüngste, ne? Ne. So. Wie geht man denn jetzt so da raus? Boah. Sollte reichen. So. Sehr gut, war der ganze Tag bei mir. Okay. So, jetzt dürfen Sie mal starten. Jo. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht funktioniert, weil sonst wäre es ja schlecht. So. Achtung, jetzt. Soll ich pumpen oder so mit dem Gaspedal? Nee. Ah, jetzt ist die Batterie auch bald. Ja, das war jetzt der Luftfilter. Ja. Gut. Also, da brauchen wir einen Schlepper. Was könnte es denn sein? Alles. Relativ viel. Okay. Es hört sich halt echt so an, als ob er keine Kompression hätte. Ja. Es kann natürlich einerseits die Steuerkette sein, dass sie sich gelenkt hat. Dass dann die Steuerzeiten nicht stimmen. Aber wie gesagt, das war ja nichts. Also, wir sind ja hierher 1000 hin, 1000 zurückgefahren. Ja. Ohne Schwierigkeiten. Manchmal ist es einfach so. Manchmal kommt es von jetzt auf nachher komplett zusammenhangslos auf. Ja. Und man stellt das Auto ab und am nächsten Tag ist es. Das ist dann halt, die ganzen Riemenscheiben, die stellen sich dann auf eine Position. Ja. Die bleiben dann stehen und dann gibt es zwei Geber, die messen den Wert. Mhm. Und wenn die nicht übereinstimmen, dann springt das Auto nicht an. Mhm. Und so kann es natürlich dann zu einer Steuerkette könnte das sein, aber ich kann jetzt schlecht Diagnose so stellen, weil jetzt muss ein bisschen mehr zerlegt werden, um eine Diagnose einfach feststellen zu können. Okay. Man sollte vielleicht die Kompression mal messen, die Kompression mal prüfen, aber das muss halt in der Werkstatt geschehen. Das kann ich hier auf der Straße. Ja, das ist unmöglich klar. Tun. Das ist klar, das ist klar. Gut, aber dann hat das eigentlich, ja gut, das hat eigentlich ursächlich dann mit der Batterie nichts zu tun gehabt. Genau, gar nichts. Ist schon Freitag angesprungen. Sorry. Das hat absolut gar nichts mit der Batterie zu tun. Okay. Gut, zu Renault fahren ist ja kostspielig, das lohnt sich bei dem Auto ja gar nicht. Ich hätte auch gesagt, gerade in der freien Werkstatt. Ja gut, wir haben einen Bekannten, den müsste ich dann fragen, ob er da überhaupt Bestand. Kann man diese Abschleppgeschichte noch mal quasi auf morgen noch verlegen? Ja, ja. Das, okay, dann frage ich nämlich den, weil es bringt ja nichts, wenn ich mich dann abschleppen lasse. Ich, ich schiebe das jetzt schon mal durch alles. Ja. Sag schon mal Bescheid, wir brauchen einen Schlepper. Mhm. Du aber im Anhang bemerke, dass sie einen Wunschtermin gerne hätten für morgen dann eventuell. Ja, ja, genau. Und
dann wird sich das Schleppunternehmen oder meine Kollegen sich bei Ihnen melden und dann machen Sie einen Termin aus. Gut, Schleppunternehmen ist sogar hier in Deislingen für ADAC. Genau. Also der kennen wir sogar. Ah, okay. Alex oder irgendwie heißt der dann. Das ist eine Möglichkeit. Na gut, dann machen wir es so. So, was haben wir denn da? Na gut, sehen wir es mal so positiv, dass man sagt... Es ist hier passiert. Ha ja? Ist so, ja. Das stimmt. Ah, das sind die Batteriepreise. Auch interessant. Ja. Die sind gar nicht so teuer. Nee, absolut nicht. Und das sind alles Wattbatterien? Ja, ja, ja. Wir hatten schon mal über einen ADAC welche geholt. Mhm. Oder einmal auch bei so einem, das ist 5-6 Jahre her. Ja. Da war es auch 10 oder 20 Euro günstiger wie die unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Also die Preise sind super. Also ich bin ja frisch aus der ja. Ich kenne die Preise noch. Ja, ja, ja. Deswegen schon top. Ja, und wenn ich wohl in die Werkstatt gehe, muss ich ja 50 Euro drauf rechnen, vielleicht für die Montage oder so. Gut, weil große Reparaturen sind bei dem Auto. Ja, bei 400.000 Kilometer. Der hat einen Zeitwert vielleicht von 2.000. Wenn ich jetzt nochmal 2.000 reinsetze, dann kaufe ich mir lieber gleich ein Auto für 4.000. So ist es, ja. So, ganz rechts auf dem Deckel. Ja, leider. Ja, ist so, ja. Mischt. So. Aber machen Sie dann die Batterie raus? Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall. Das ist klar. Wollen Sie aufnotieren? Dann können Sie gucken, wenn es von Interesse sein sollte. Genau. So, nächster Halt Freiheit heißt der Kanal. Nächster Halt Freiheit. Nächster Halt Freiheit. Freiheit. Okay. Aber da können Sie SMS, können Sie alle schicken. Das passt. Gut, SMS, den Link kann ich da auch zu nutzen. Geht auch mit SMS. Genau. Kriegen wir hin, mache ich gern. Sie waren sehr freundlich, auch wenn Sie nichts machen konnten. Ja, aber das liegt nicht an Ihnen. Manchmal ist es halt so, ne? Da kommt man hin und kann einfach leider nichts machen. So ermischt. Wir hatten jetzt 13 Monate Glück mit dem Ding. Also, und wir sind mit dem Auto jetzt 60.000 Kilometer oder so gefahren. Ja, klar. Also 30 Mal nach Ungarn und zurück. Was will ich mehr? Es ist halt auch viel Belastung, der Nehmer. Ne? Ja, ja. Wird wahrscheinlich immer vollgepackt sein. Ja, klar. Aber halt ganz langsam fahren. Ja, klar. Aber auch das Langsamfahren, dieses Anfahren, ist halt für die Motoren wahnsinnige Belastung. Ja, ja gut, auch. Ja, man sagt doch immer, bei 2000, also bei 1000 Kilometern am Stück, ist es doch besser wie so ein Taxi quasi. Stimmt, aber wenn man jetzt den Hänger noch mitrechnet. Das kann auch halt Gewicht. Ne? Das kann auch sein, dass das auf diese Steuerkette dann und. Wir werden es, glaube ich, nie erfahren. Wäre möglich. Sie waren der Herr? Götz. Der Herr Götz. Ich habe dreckige Hände. Das ist wurscht. Herr Götz, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und alles Gute. Ja, irgendwie geht es da weiter mit so einer Kleinigkeit. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Nicht aufhalten lassen, oder? Das Auto hat ja einen Zeitwert von, ich habe meinem Schatz auch gesagt, hör zu, selbst wenn ich jetzt auf dem Weg nach Ungarn quasi irgendwo liegen bleibe und das sich dann nicht mehr lohnt, da hätte ich gesagt, gut, dann Abschleppunternehmen, weißt du, jetzt zahlen wir 500 Euro Schrottwert oder irgendwas und dann ist es dein Auto. Das ist ja andere fahren mit 20.000 Euro Autos, die vielleicht noch zur Hälfte finanziert sind. Und da gibt es dann Schwierigkeiten. Hier nicht, wir haben ja noch ein zweites Auto, hat halt keine Anhängerkupplung. Und jetzt gehe ich halt gleich bei mobile.de gucken, was es gibt. Naja, das ist kein Problem. Herzlichen Dank für die Hilfe und gutes Gelingen bei allem, was jetzt noch kommt für Sie. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Herr Götz, herzlichen Dank. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Befürchte, das war das Todesurteil für Espasi. So, lächeln tue ich ausnahmsweise jetzt mal ich, weil eigentlich hatte ich ja vor, morgen übermorgen nach Ungarn zu düsen und wenn das Auto kaputt ist. Aktuell ist es jetzt so, Jupp ist unterwegs, Jupp guckt morgen mal nach dem Auto. Jupp hat aber gemeint, es kann nicht sein, wenn am Freitag der Wagen angesprungen ist mit Starthilfe, dass er dann heute mit einer neuen Batterie plötzlich keine Kompression mehr hat, der Motor. Das wäre wirklich sehr verwunderlich. Ich hoffe, Jupp behält recht, weil der ADAC-Mensch, der sehr freundliche, hat ja gemeint, das kann eigentlich von heute auf, also von jetzt auf gleich passieren. Pff, jetzt sind wir mal gespannt, was ist. Hab einen E-Strahl jetzt gerade mit Händen und Füßen, beziehungsweise mit zwei Übersetzern. Also das eine Handy so und das andere Handy dann quasi als Übersetzer genommen. Dann ihn davon informiert. Das Gute ist, die Treppe ist fertig. Also die Treppe ist fertig, das ist schon mal sehr positiv. Aber das Negative ist, wir kommen jetzt gerade aktuell nicht nach Ungarn. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Drückt uns bitte die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Hey Freiheit, was hab ich dich vermisst? Da wo's gestern dunkel war, brennt heut wieder Licht. Hab fast vergessen, wie das mit dir so ist. Die Welt war trist und so farblos ohne dich.